dass mein Internet auch gehalten hat für diesen Raid am Ende noch, ne? Aber ich kann dir trotzdem empfehlen, falls die Erweiterung ja jetzt draußen ist, kannst du wahrscheinlich trotzdem schon den die Klasse benutzen. Wenn du das bestimmte Level erreicht hast. Ich weiß nicht, ich glaube, dafür musst du noch nicht mal in der Erweiterung angekommen sein. Aber kannst ja erstmal schauen, wie das so ist und dann vielleicht... Kannst du nämlich vielleicht sogar Stormblood schon mit dem Gunbreaker machen, wenn du darauf Lust hast oder so. Wo bin ich? Vater! Ramsa und die Kriegerin des Lichts. Ja, ich habe von dir gehört. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen. Ziemlich schwach für einen Schreiber. Ich meine halt, falls sie jetzt zum Beispiel Heavensward und Stormblood und Shadowbringer dir besorgen würdest, könntest du wahrscheinlich schon die Klasse Gunbreaker nutzen, ohne dabei schon in die Erweiterung zu kommen. Bei Heavensward fand ich das ja scheiße, da musstest du wirklich erst in Heavensward ankommen, damit du die Klasse spielen kannst. Das war so nervig. Boah. Bei Stormblood aber waren die Klassen, die man kriegen konnte, in den Hauptstädten verteilt. Die man halt so oder so schon erreichen konnte. Nur man musste bestimmte Voraussetzungen haben wahrscheinlich, um die dann nutzen zu können. Ich habe zum Beispiel in Heavensward habe ich mehr mit Samurai gespielt. Obwohl der Samurai ja eigentlich für Stormblood ist. Von welchem Eierkopf in der Gilde? Wie wär's denn mit einem einfachen Dankeschön? Ich bin Bargamnan. Meines Zeichens Kopfgeldjäger. Dank dir, Kriegerin des Lichts, dass du mir dieses bezaubernde Geschenk gebracht hast. Und nun rück schon den Aurazithen heraus, sonst wird sich der Wüstensand hier rot färben. Mein Bruder hat nicht gerade die ruhigste Hand. Dieser, sie soll ihn mir bringen. Ja, das ist der Doma. So, das Schlabbern haben sie jetzt mit einem Zaun versehen. Warum synchronisieren sie das dann nicht mal? Na gut, ein Zaun ist einfacher als jetzt eine Synchronisation. Wow.
Es gibt einen Schwarzrittermeister auf jeden Fall. Aber die hängen alle in Heavensward ab. Das heißt, man muss halt wirklich das Hauptspiel abgeschlossen haben mit allen Sachen und dann ab nach Heavensward rein. Samurai zum Beispiel hat keine Gilde mehr. Man trifft einfach einen Samurai, der nimmt dich als sein Schüler auf, fertig. Kaum zu glauben, dass wir ihn so nahe bei Doma gefunden haben. Der Duma von Doma. Ha! Okay, der war nicht von Bedeutung. Genug von deinen Flachwitzen, Wagi. Wir möchten doch nicht, dass unsere Gäste uns für unkultiviert halten. Okay, bei dem wäre ich sowas von schnell tot. Alles klar, Klaus, macht das. Ist auch besser so bei dem Wetter, Alter. Ihr habt, was ihr wolltet. Ihr diebischen Echsen. Also, lasst ihn schon frei. Selbstverständlich, ein Banga steht immer zu seinem Wort. Allerdings werde ich das hier behalten. Was ist das? Ein Grimoire? Vater! Boah, ich will so ein Luftschiff. Ihr habt euch sein Leiden selbst zuzuschreiben. Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr ja die Götter für sein Schicksal verantwortlich machen. Auch wenn die euch nicht zu hören scheinen. Hahaha. Steh schon auf, du Schwachkopf. Wir sind hier fertig. Wow. Wow, da denkt man, der knallt ihn ab, ne? Es wird alles wieder gut, keine Sorge. Habe ich für diese Questreihe nicht irgendwie noch ein richtig geiles Outfit? Kommt, auf der Prima Vista können wir uns besser um die Wunden deines Vaters kümmern. Oh, Rabanaske, wie schön, dass ich da auch mal rein durfte, reinschnuppern durfte. So, jetzt bin ich mal gespannt, in was für ein Raid wir jetzt noch reinkommen. Weil die Storyline ist natürlich nie abgeschlossen. Es gibt bis zu drei Allianz-Raids, glaube ich. Genomis schläft noch, immer tief und fest, aber seine Atmung ist stabil. Das Fieber ist zurückgegangen. Fürs Erste können wir nur noch hoffen und warten. Ich habe mir außerdem erlaubt, Sid zu kontaktieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Natürlich! Sid kommt sofort. Sid ist auch überall. Also ich meine, der ist wirklich in jedem. Nicht in jedem. Natürlich auch in jedem Fall Fantasy, aber ich meine jetzt dieser Sid. Ist wirklich in jedem Raid. Ohne Scheiß, der ist bei jedem Raid dabei. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er hier bei der. Also bei Delta Matri ist ja auch dabei. Also bei Omega. Bei Rabanaske, bei Kristallturm. Bei Alexander ist er auch dabei. Wo ist er noch dabei? Ich weiß nicht, ob er bei Bahamut mithilft. Alma, Ramsa, könnt ihr mir jemals verzeihen? Und du, Sid, es war nie meine Absicht, meine Familie und Freunde in solch eine prekäre Lage zu bringen. Ich stehe für immer in eure Schuld. Du hättest das Gleiche für mich getan, Genomis. Wenn jemand deinen Dank verdient, dann ist es mit Urasaki hier. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man nach Ivalice in die Stadt Rabanastl rein darf. Weil man kann es ja nach diesem Raid spielen lassen.
so dass man wirklich die Stadt befreit hat und so, dass man halt da wirklich in die Stadt darf. Fände ich schon cool, wenn das mehr als nur ein Raid wäre, weil diesen Ort Ivalice gibt es ja in Final Fantasy XIV, das sieht man ja. Du hast recht, ich habe nichts getan, um deine Güte zu verdienen. Und dennoch wird sie mir zuteil. Ich liebe es einfach. Oh. Du meinst also, diese Aurazid dient nicht dazu, einen Körper für die Besitzergreifung durch eine Primary vorzubereiten, wie es bei Isael oder Torben der Fall war? Sondern dazu, den Äther, die reine Seele einer Person zu absorbieren und irgendwie umzuwandeln, bevor sie zurückgeführt wird? Wenn das wahr ist, müssen wir unbedingt unsere scharlahanischen Verbündeten darüber in Kenntnis setzen. Doch die eigentliche Frage ist, hier ist eine andere. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Der Legende nach war Delita Hyrule der gemeine Bürger, der zum König wurde. Der einzige Held der Geschichte der Zodiac-Streiter. Doch wie ich herausfand, gab es dann noch einen anderen. Genauer gesagt, zwei andere. Helden, deren Namen bei der wiederholten Erzählung der Geschichte verloren ging. Ein Bruder und seine Schwester namens Ramsa und Alma. Du meinst... Zur Vorbereitung auf diese Reportage habe ich sämtliche Schriften studiert, die sich mit der Legende von Ivalice befassen. Nirgendwo wurde ein Junge oder gar seine Schwester erwähnt. Und ich sage dir, dass ich einen eindeutigen Beweis gefunden habe, dass Delita einen treuen Gefährten hatte, der seinen Aufstieg zum König begleitete. Um diese Entdeckung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, habe ich meinen Sohn und meine Tochter nach diesen Personen benannt. Es tut mir leid, dass ich dir nie davon erzählt habe, Sid. Aber du musst mir glauben, die Erforschung der Legende von Ivalice war nie einfach, nur ein Zeitvertreib für mich. Es ist meine wahre Berufung und wird es immer sein, mein Lebenswerk. Wird mal Zeit, dass wir Final Fantasy Tactics nachholen, oder? Der Lebensweg meiner Familie. Damit wir auch mehr mit der Story hier vertraut sind. Ich denke mal, ein paar von denen kommen wahrscheinlich in Tactics nur vor. Was willst du damit sagen? Die Welt kennt mich als Genomis Lexentale, doch das ist lediglich mein Bühnenname. Mein richtiger Name ist Araslan Durai. Es war einer meiner Vorfahren, der vor unzähligen Generationen in Durai Chroniken niederschrieb. Die Durai Chroniken niederschrieb. Einen Bericht über Ivalice und den Löwenkrieg, in dem genau beschrieben wurde, beschrieben ist, was in dieser turbulenten Zeit passiert ist. Vater, du solltest deine Kräfte schonen und dich ausruhen. Erlaube mir an dieser Stelle für dich zu übernehmen. Vor langer Zeit kreuzte ein Waisenkind namens Oran Durai den Weg von Ramsa und Delita. Nachdem Delita an die Macht kam, fand Oran sich in den Diensten des Königs wieder. Als der Löwenkrieg vorüber war, glaubte Oran, dass die Bewohner von Ivalice ein Recht darauf hätten, die Wahrheit über Ramsas Rolle zu erfahren, und dokumentierte die Verdienste des jungen Erben des Hauses Beulf. Doch als die Kirche davon erfuhr, fürchtete sie um ihren Ruf, brandmarkte Oran als Ketzer und ließ ihn auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Die Durai-Chroniken sind nie veröffentlicht worden, und bereits kursierende Exemplare wurden eingesammelt und in den Gewölben der Kirche versiegelt, zusammen mit der Wahrheit über Ivalice. Es stand in so verheerendes darin, dass die Kirche sich gezwungen sah, zu solch drastischen Mitteln zu greifen.
hoffe ja immer noch, dass die Raids vielleicht irgendwann mal synchronisiert werden. Das wäre so genial. Die Antwort darauf werdet ihr hier finden. In der einzig bekannten Abschrift der Chroniken meines Vorfahren. Oder generell Sequenzen, die halt schon aufwendiger gemacht worden sind. Wie zum Beispiel Hildimann Storyline. Ist ja auch so, hätte man synchronisieren können, finde ich. Ja, vielleicht wollen sie sich das Geld lieber sparen. Es handelt sich dabei um eine Kopie eines frühen Entwurfs, die von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Und damit plant mein Vater und ich, die Wahrheit zu enthüllen und die Ehre eines Familiennamens wiederherzustellen. Vermutende Chroniken? Die Ehre eures Familiennamens? Ich zweifle ja nicht an dir, Genomis. Aber wie willst du die Leute von diesen Ereignissen überzeugen, wenn alle Ivalice lediglich für eine gute Nachtgeschichte halten? Ivalice ist scheinbar hier doch kein Land, was es so gibt, sondern es ist ein Land, was eigentlich in Mythen erzählt wird. Aber ich dachte, Rabanastra würde in Ivalice stattfinden. Der Ort. Indem wir beweisen, dass es alles andere als nur eine Geschichte ist. Und sobald die Leute davon überzeugt sind, dass es sich bei Ivalice nicht um eine Fantasiegebilde handelt, wird sich der Rest schon von allein ergeben. Wenn wir lediglich die Chroniken freigeben müssten, hätten wir dies schon vor langer Zeit getan. Das Problem ist, dass die Durai-Chroniken in Hoch-Ivalisisch verfasst sind. Eine Sprache, die schon ewig keiner mehr spricht. Mein Vater, sein Vater und dessen Vater vor ihm haben unvermüdlich daran gearbeitet, diesen Wälzer seine Geheimnisse zu entlocken. Doch die meiste Zeit über hatten sie nur äußerst begrenzte Hilfsmittel. Erst nachdem eine kürzlich durchgeführte Expedition nach Rabanastra einige gut erhaltene Artefakte ins Tageslicht brachte, konnten wir erfolgreich einen Teil der Chroniken übersetzen. Lass mich raten, das Tagebuch, das von den Banga-Kopfgeldjägern gestohlen wurde? Die wird's bestimmt auch irgendwann als wilden Stamm geben, die Bangas. Leider noch nicht im nächsten Add-on. Das weiß ich schon. Aber in dem Add-on danach vielleicht. In 2 Jahren werden sie bestimmt über Ivalice hier Add-on machen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da. Findet ja auch alles in diesem. Obwohl. Es ist vielleicht auch nur einfach ein Crossover zu Final Fantasy Tactics. Was ich schade finde. Alles, was wir über die Sprache lernen konnten, stand in diesem Buch. Dann stehen wir da jetzt wieder am Anfangspunkt. Nicht unbedingt. Wir haben noch immer die Abschrift, die Teilübersetzung und natürlich das unfehlbare Gedächtnis meines Vaters. Wir haben es soweit geschafft. Da werde ich mich nicht von einem kleinen Rückschlag von meinem Ziel abbringen lassen. Ich werde der Welt die Wahrheit offenbaren. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Genau wie Sid gesagt hat, er ist wie besessen. Und ich fürchte, er wird sich nur noch weiter in seine Manier hineinsteigern. Wir haben meinen Vater gerade erst gerettet. Und jetzt will er schon, sich schon wieder blindlings in Gefahr begeben? Versprich mir, dass du das nicht zulässt. Ich bitte dich. Das kann ich nicht versprechen. Ich kann nur versprechen, ihn zu retten, wenn es soweit ist. Wir haben hier einen Aurazithen in der Nähe, der komisch leuchtet. Die Story um Kristallturm, die fand ich jetzt nicht ganz so interessant, muss ich sagen. Also, Raid an sich war gut. Hat mir Spaß gemacht.
Ah, ich weiß nicht. Irgendwie. Ja. So. Nach dem, was ich hier gesehen habe, bin ich fast von der Existenz von Evalise überzeugt. Zumindest ein Teil von mir. Das Problem wird sein, hinreichende Beweise zu sammeln, um die Tausenden von Gelehrten und Historikern zu überzeugen, die ihr Leben lang vom Gegenteil ausgegangen sind. Nicht, dass ich mich vor einer Herausforderung drücken würde. Besonders dann nicht, wenn die Geschichte des Jahrhunderts dabei rauskommen könnte. Wenn du dabei bist, Murasaki, dann bin ich es auch. Wenn du nicht dabei bist, nun, dann bin ich es immer noch. Du wirst schon bald wieder von mir hören. So viel kann ich dir versprechen. Und wir bekommen Notenrolle vom Protagonist und Notenrolle von Background Story. Das heißt, wir bekommen hier die Musikstücke von Tactics, von Final Fantasy Tactics. Könnte aber auch sein, dass Final Fantasy XII die ähnliche Soundtracks hatte. Weil Spiele, die sich ähneln, bekommt generell gerne den gleichen Song. Und ich glaube, ich werde mir auch mal Crystal Chronicles nochmal holen. Ich gebe dem Spiel noch eine Chance. Besonders, weil es jetzt auch wahrscheinlich einen Online-Modus enthalten wird und ich nicht mehr alleine auf Abenteuer gehen muss. Das war ja ein großes... Ja, für Crystal Chronicles war es damals zu früh. Der GameCube war damals, man konnte da auch noch nicht so gewinnen. Das Bekommene werde ich jetzt erstmal... Oh, die Rofa-Kay-Karte. Schön. Rabanastre-Münze, was kann man mit der machen? Agat Taldaful... Tadalfus-Karte? Haben wir auch bekommen. Und schöne Notenrollen. Die anderen Notenrollen haben wir nicht bekommen, ne? Stimmt. Die anderen Notenrollen haben wir leider nicht bekommen. Hatten wir Pech. Tja, das kann ich mal wegwerfen, ne?